Hallo liebe Grillfreunde, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute gibt es ein schönes Stückchen Fleisch, also ein richtig schönes Stückchen Fleisch. Ein Stückchen Fleisch aus dem Rindernacken, den Denver Cut. Wo der Denver Cut genau sitzt, zeigt euch jetzt diese Grafik. Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht an ein ähnliches Stück Fleisch beim Schwein. Ja, beim Schwein hatten wir das auch schon mal. Da habe ich damals aus einem Schweinenacken das Presser ausgelöst. Und genau das Teil wäre das auf das Rind bezogen, ein Teil aus dem Rindernacken. Ein schönes, großes Stück, wunderbar marmoriert. Und wir grillen es auf zwei Arten. Einmal Quick and Dirty, Feierabendmodus, also so schnell wie möglich, so lecker wie möglich auf dem Teller. Und dann ein größeres Stück. Daraus machen wir einen schönen Braten, wo wir einfach runterschneiden können. Und wie ich das mache, mit was für Tipps und Tricks, am besten dranbleiben. Let's get ready to rumble! Einen gut durchwachsenen Denver Cut. Flakesalz, Pfeffer, feines Salz und Mayonnaise. Für unseren Denver Cut, hier das schöne Stück, den schneide ich jetzt in zwei Teile. Ein so ein schönes, großes Stück und hier seht ihr schon, wie schön marmoriert das Ganze ist. Und das Teil werden wir erstmal ringsrum salzen. Schön mit dem feinen Salz. Und wichtig ist hier feines Salz, weil das löst sich schneller auf und zieht auch schneller ein. So, zack. Den Grill heize ich jetzt vor auf ca. 150 Grad. So, das ist die beiden Außenbrenner mache ich auf nicht so halbe Kraft ungefähr. Sollte er sich gleich einpegeln bei 150 Grad. So, aus dem Teil schneiden wir uns unsere Feierabendsteaks. Feierabendsteaks, wisst ihr, nicht ganz so dicke Dinger. Ich sag mal so 2 cm, weil es soll ja schnell gehen. Und ihr seht auch super tolle Steaks. So. Zack, die beiden sollten reichen. Und auch hier feines Salz drauf. So, jetzt lassen wir das 10 Minuten, Viertelstunde stehen, dass das Salz ein bisschen einzieht. Wir kommen jetzt zu unserem größeren Stück Fleisch, was ich an Braten machen will, also rückwärts garen will. Und hier nehme ich noch einen Trick zu Hilfe. Wenn das Fleisch jetzt längere Zeit hier bei ca. 150 Grad auf dem Grill liegt, kann es halt passieren, dass es von außen ein wenig trocken wird. So, und da gibt es ein Allheilmittel. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das liebe. Ich mache ein bisschen Mayonnaise drauf. So, und wer das Allheilmittel noch nicht kennt, warum Mayonnaise? Ich habe es gerade gesagt, im Fleisch ist 75% Wasser. Ja. Und wenn ich jetzt einfach nur Fett drauf machen würde, sagen wir mal, ich reibe es mit Olivenöl ein, Fett und Wasser verbindet sich nicht so. Ja? Ich brauche eine Emulsion. Und eine Emulsion hat ein fettliebendes Ende und ein wasserliebendes Ende. Und das wasserliebende Ende dieser Emulsion dockt jetzt in dem, mit dem im Wasser im Fleisch an und das Fett bleibt außen. Also eigentlich wie Sonnencreme. So. Jetzt sagt der ein oder andere bestimmt, ach, das ist doch so marmoriert, da brauche ich doch gar keine Mayonnaise drauf machen. Hat er recht, es ist so marmoriert, aber schaden tut es nicht. Ja?
Schaden tut es nicht. Wer das mal ausprobiert hat, der wird auch sehen, dass dein Außen das doch ein bisschen antrocknet. Ich will auf Nummer sicher gehen und mache ein bisschen Sonnencreme aus Fleisch. Und jetzt geht's auf den Grill. Hier ist an, hier ist an, hier ist aus. Fleisch in die Mitte. Und ihr wisst, Wissen ist besser als Raten. Ein Kerntemperaturthermometer rein. Und wir lassen das Fleisch jetzt, sagen wir mal, der Stärke, dreiviertel Stunde, dann sollte es so 55 oder 54, 55 Grad haben. Das Salz ist jetzt eingezogen, das ist auch nicht mehr feucht obendrauf. Und das ist wichtig, was Nasses wird nicht braun. Und jetzt geht's auf die Sizzlezone. Und das grillen wir jetzt im Feierabendmodus. Feierabendmodus heißt, ich will so schnell wie möglich, so lecker wie möglich das Fleisch auf meinem Teller haben. So, und jetzt das Fleisch drehen. Alle 30 Sekunden drehen. Dadurch wird das Fleisch schneller gar, gleichmäßiger gar und hat keinen grauen Rand. Und durch das Drehen habe ich hinterher viele, viele braune Streifen auf meinem Fleisch und nicht so, naja, so ein fettes Branding. Das ist halt nicht meins. Ja? So ein Branding ist ja oft schwarze Streifen und die Zwischenräume sind nicht gegrillt. So. Und ihr seht ja hier, das wird schön braun. Gucken wir gleich mal, Wissen ist besser als Raten. So, 44, also nicht mehr lange. So, das sieht schon mal toll aus. Das Fleisch lasse ich jetzt noch ein bisschen ziehen. Oder wie sagt man, man kann es auch sagen, man lässt es ruhen. Ja? Was passiert beim Ruhen lassen? Oder warum sollte ich ruhen lassen? Oder sollte ich überhaupt ruhen lassen? Bei den Temperaturen ist es jetzt nicht so schlimm, das Fleisch im Moment draußen liegen zu lassen. Wir haben jetzt hier Klappe 30 Grad. Zum Ruhen lassen gibt es Folgendes zu sagen. Muss ich vorstellen, im Fleisch habe ich Kollagenfasern. Das wäre jetzt hier so, das in der Zebra-Rolle wäre das Papprohr. Und um dieses Papprohr ist im kalten Zustand das Wasser gebunden. Das müsst ihr euch vorstellen wie so ein Wackelpudding. Ja, wenn das kalt ist, ist das Wasser gebunden. So, jetzt wird das Fleisch heiß. Das Papprohr, die Myofibrille, zieht sich zusammen. Das Wasser hier drum wird flüssig und das kann nicht mehr gehalten werden. Also wie man Wackelpudding warm macht. Ja? So. Und wenn ich jetzt das Fleisch anschneide, kann es sein, dass doch ein Tropfen mehr auf dem Brett ausläuft. Ja? Aber das Fleisch bleibt an derselben Stelle. Oft sagt man ja, na, wenn ich ruhen lasse, gibt es eine Fleischwanderung, also gibt es eine Wasserwanderung. Das Wasser sammelt sich wieder am Innen. Das ist ein großer Schmarrn. Es gibt keine Wasserwanderung. Denn stellt euch vor, wenn das Wasser von einer Seite auf die andere Seite geht, was ist denn auf der anderen Seite? Also, ja, Wasser bleibt immer an derselben Stelle, Stichwort Schwamm. Aber wenn ich das Fleisch ein wenig abkühlen lasse nach dem Grillen, das heißt so, verdickt sich das Wasser wieder um die Kollagenfaser. Jetzt ist aber ganz wichtig, leicht abkühlen lassen ist nicht dasselbe wie kalt werden lassen. Deswegen bin ich eigentlich ein großer Freund, das Fleisch direkt nach dem Grillen auf den Teller anzuschneiden und zu probieren. Und das machen wir jetzt. So, der berühmte Mittelschnitt.
Und ihr seht, ich habe durch das ständige Drehen habe ich eine wunderbare Wärmeverteilung. Ich habe es von oben bis unten hin schön rosa. Wenn ich es zu lange auf einer Seite liegen lasse, passiert es immer mal, dass ich einen grauen Rand habe. Aber das habe ich hier jetzt nicht. Und ja, mir läuft schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Und jetzt machen wir da kein großes Schmäh drumherum. Jetzt kommt noch ein bisschen von dem Flakesalz drauf. Und ein bisschen Pfeffer. Merkt euch, Denver Cut. So, jetzt probiere ich mal eins ungesalzen. Also nicht ungesalzen, ich habe jetzt, also ohne Salz und Pfeffer hinterher, ob ich das Grundrauschen, was ich vorhin beschrieben habe, des Vorhersalzens merke. Das schmeckt schon mal. Ist schon mal rund. Denver Cut. Auch als Feierabendsteak. Solltet ihr euch merken. Zwischendurch drehen wir mal, aber jetzt seht ihr, das Außen, ja, total nass eingecremt. Das hätten wir den nicht eingecremt, wäre der Außen schon ein bisschen mehr eingetrocknet. Wir haben 52 Grad, das heißt, der Kollege, also ihr seht, der ist noch nicht fertig, aber der ist noch richtig feucht außen dran. Also nicht ein bisschen angetrocknet hier auf dem Grill und jetzt geht er einfach auf die Sizzlezone. So, und jetzt hat das Fleisch 52 Grad, also das heißt, bis Medium 56 Grad habe ich noch 4 Grad Zeit, die das Fleisch hier auf der Sizzlezone verbringen kann. So, und ihr seht, der wird schön braun und nicht so dunkle, schwarze Streifen. Auch mal aufrecht gestellt. So. Schneiden mal so ein grobes Stückchen durch. Ich habe das jetzt durchgeschnitten, weil es doch ein ganz schöner Klumpen war. Einmal geteilt und dann lässt sich viel besser garen und nachher besser aufschneiden. So, jetzt sollten sie soweit sein. Zack. Und jetzt schauen wir mal. Riechen tut schon spektakulär und jetzt sehe ich, guck mal, hier so geht die Faser. Jetzt schneide ich mal hier so ein schönes Stückchen. Jawohl, ja. Zack. Hoch, 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 zack. Und jetzt hier wieder auch ein bisschen Salz. Pfeffer.
Auch die großen Stücken. Zart, saftig, ohne Ende und auch einen schönen Rindfleischgeschmack. Also, herzhaften. Merkt euch, Denver Cut. Egal, ob als Feierabendsteak, dünn geschnitten, schnell auf den Grill. Oder als großes Stück, als Braten zum Runterschneiden. Denver Cut. Das Steak der Zukunft. Ist aber spektakulär, ne? Ja. So, Herrschaften. Mir hat es wieder geschmeckt. Ich habe wieder was dazugelernt. Ich hoffe, ihr auch. Wem es gefallen hat, bitte ich um einen netten Kommentar, vielleicht einen Daumen nach oben. Ansonsten sage ich, ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis zum nächsten Mal.